Du kannst gar nichts. Du kannst gar nichts. Ich kann immer von der Bühne entfernen. Grad, du willst mich um die Du willst mich schon an der Bühne. Habe ich halt einhaken. Richtig. Was? Wenn er im Among Us mitspielt, musst du in seinen PC reingehen vor jeder Runde und den muten und entmuten. Alter. Und den Code, wenn ihr den Code da reinschickt, das macht den her, wo er dann reinkommt. Alter! Aber die Ähnlichkeit ist verblüffend. Nee. Darf ich mir auch mal Bombs geben, bitte? Ja. Du hast jetzt noch einen Versuch, ne? Ja. Und jetzt gnade dir Gott, wenn du mich zu dem Teufel. So, wir sind auf der Gamescom. Zweiter Teil. Licht geht an. Wir werden heute so ein bisschen durch die Hallen gehen. Haben das so geklärt, dass wir das ohne Security machen dürfen. Aber wir müssen halt die großen Korridore meiden. Wir schauen. Einfach so ein bisschen Stimmung für euch so ein bisschen transportieren. Die einen oder anderen Interviews führen mit Leuten. Ihr wisst, wie es ist. Ich habe eine Frage. Ja. Wie findest du Starbix 0 von 10? Von 0 von 10? Ja. 11. Oh. Er ist mein bester Freund. Oha, okay. Glaubt man nicht, gell? Ah ja, klar. Und wie gefällt es dir so? So wunderbar, ja. Ja, Gamescom. Wie heißt du? Christian. Christian, 30 Jahre alt. Mistgabel. Ah ja, Mistgabel. Mistgabel. Was hat die Mistgabel auf sich? Ich bin auch YouTuber. Ach ja. Genau, ja. Geil. Auch hier mein Schwern, aber... Super, Mistgabel. Jetzt keine Eigenwerbung. Ah, doch, Eigenwerbung. Und wie viele Abonnenten hast du auf YouTube? 170.000. Okay, du bist ein absoluter Topstar. Absolut, ja. Aber nicht so krass wie du. Hä? Ich habe 20 ja, auf YouTube. Ja, aber Twitch geht schon ab, oder? Ja, Twitch, da habe ich ein bisschen mehr. Bisschen mehr, ja. Was machst du auf YouTube? Ich mache so Animationen jetzt. Ich habe früher YouTube-Kacke gemacht, jetzt Animationen, ja. Geil. Was verdient man so bei 180.000 Abonnenten? Pi mal Daumen, so ein bisschen was. So man kommt über die Runden. So, circa. Mach mal Mikrofon. Ja, okay, mach mal weg. Ja, mach, ja. Geiler Typ. Danke. Gefällt mir, sympathisch. Ja, du auch, ja. Ja? Geil. Legendärer Clip. Da habe ich halt 2H, kennt jeder. Ich habe mich damals so weggeschmissen, ohne Scheiß. Ich habe das Video jeden Tag auf YouTube angeguckt. Absolut geil. Das hat ja auf YouTube, leider nicht auf meinem Kanal, ganz viele Klicks, gell? Ja. 9 Millionen. Ja. Aber davon habe ich nichts. Ja, schade. Musst du da nochmal reposten. Was bringen 9 Millionen Klicks auf ein Video? Auf an Kohle? Short oder? Nee, auf ein normales Video. Oh, so viel habe ich nicht. Ich habe eins mit 3 Millionen. Was würde es ungefähr machen? Was glaubst du als Profi? So ein 9 Millionen Video, 30.000? Ja. Ungefähr? Ganz schon. 20.000, 30.000. Wenn es monetarisiert ist natürlich, ne? Ja, es ist es. Da ist es. Da hat irgendeiner mal das alles richtig gemacht. Christian, die Mistgabel, super. Wir gehen weiter. Mein Lieber, mach's alles gut. Gute. Ciao. Ja, Fuchs. Ja, Fuchs zum Beispiel. Ja, so, pass auf, du kannst was gewinnen. Ich habe eine Designer-Sonnenbrille. Ja. Mit Habichtat 2H. Ja. Die hat sonst keiner. Du musst dich mit mir unterhalten. Ja. Darfst 60 Sekunden nicht Ja und nicht Nein sagen. Ja. Das war's, das ist so einfach, das kann jeder. Komm her, komm ran, nicht so im Weg da. 60 Sekunden Timer. So, jetzt pass auf. Wir unterhalten uns ganz normal in ganzen Sätzen und du haust einfach raus. Wie geht's dir, was machst du? Ja, läuft gut und so, weißt du, was ich meine? Zeit, auf die Plätze, fertig, los. Du bist der? Luca. Luca? Luca, ja. Danke, ciao. So, das war's schon wieder. Wunderbar, so werden sie genommen, Freunde. So kriegen wir sie alle ran. Einmal Lego, Mensch, Lego, das ist doch wunderschön. Was baut ihr hier Schönes? Was baut ihr hier? Motor? Baust du einen Motor? Geil. Bist du Lego-Fan? Nee, gell? Deshalb bauen wir hier auch Lego. Super. Du kannst gar nichts. Du kannst gar nichts. Du stehst hier rum, du kannst gar nichts. Ja, aber du kannst gar nichts. Kann immer jemand von der Bühne entfernen? Grad, du kannst, ja, aber du kannst gar nichts. Das war ganz schlecht, was du da gespielt hast. Ich habe ja gesehen, was ich hier gespielt habe. Alle haben gesagt, dass du es nicht kannst. Ich habe hier gerade einen professionellen Auftrag. Ich arbeite hier, es geht um eine Xbox. Du willst mich schon an der Bühne spielen. Security? Haben wir hier Security? Das ist nicht dein Ernst. Du schmeißt mich von der Bühne. Guck mal hier. Du schmeißt mich von der Bühne. Krass. Das soll jeder sehen. Entfernen? Guck mal, wie sie mich ab. Okay. Das habe ich mir gemerkt. Das habe ich mir gemerkt. Er hat mich von der Bühne geworfen. Habt ihr das alle gesehen? Er hat mich mit Security von der Bühne gerissen. Das hat jeder gesehen. Alles klar, das haben wir uns gemerkt. Ich verteile hier eine Xbox. Wie wichtig der sich nimmt. Alles klar. Stinksauer. Kannst du ein Foto machen? Ich bin stinksauer. Habe ich halt ein Haar. Richtig. Was? Hat zwei Haar. Entschuldigung, mein Fehler. Krass, das ist nicht dein Ernst. Nein, ich... Was denn? Jetzt müssen wir auch noch ein Bild machen, bitte. Du weißt ja gar nicht, wer ich bin. Du. Ja, wer bin ich denn?
Ich sag, soll ich was Nettes sagen oder was? Wie heiß ich? Maximal Schradin. Okay, Glück der Beste, der Beste. Ja, ja, komm, ja. Der beste komm. Spieler ja, der Welt. Ja, komm jetzt. Geil. Das ist Fußball. Das ist Emotion. Super. Weißt du, ich kenne diese Stimme. Das ist Schradin. Was ist mit dir? Opa. Das was ist, mein ist mit Opa, dir? Was ist mit dir, Junge? Alter, dass ich dich hier finde. Na geil. Du bist so hübsch, du bist so schön. Du bist sexy. Alter, das ist ein geiles Game, sei ehrlich. Ey, ist mega geil. Ehrlich, ehrlich. Was ehrlich. Macht das mit dir so vom Spiel, vom Gefühl? Ich habe das Gefühl, ich bin hier im Gummiplatz, auf dem Ballplatz. Ja. Mit vier Ausländern und keiner hat Ball mit. Wir brauchen den Deutschen, der den Ball mitbringt. Auf den warten wir gerade. Ja, sein Gefühl habe ich gerade. Geil. Das bist du gut da drin? Ich bin sehr gut. Ein Scheiß bist du. Ach komm, mein Büro. Ich bin ja Foodblocker und als Foodblocker stelle ich natürlich auch immer ein bisschen Essen vor. Ja, was gibt's heute? Was gibt's auf der Gamescom? Pommes, Suppe, Bratwurst. Wir gehen mal an den Pommesstand. Es ist ja alles heute, ist ja alles kostengünstig hier bei der Gamescom. Da kostet alles ein Appel und ein Ei. Bratwurst, was gibt's hier? Portion Pommes, 5 Euro, kannst du nicht motzen. Große Portion Fritten, 10 Euro. Ah ja, klar. Ich habe noch eine kleine Frage. Ja? Könnte ich dann, was ist denn eine große Frage, wenn du sagst eine kleine? Kann ich deine Festnetznummer haben? Ist beschämt, oder? Sei ehrlich, du schämst dich für ihn. Ja. Du schämst dich für ihn. Also ich bin nicht mit ihm hier. Ach so. Ja, ihr kennt euch gar nicht. Doch. Meine Festnetznummer, ich habe gar keine Festnetznummer. Doch, Trimix. Ja, Trimix. Ja. Was Trimix sagt, glaubst du? Ja. Trimix, ich sag dir eins. Wegen dir habe ich die ganze Scheiße hier an der Backe. Lass es. Du bist der? Ich bin der Attila. Attila, grüße. Ja. So heißt der Adler von der Frankfurter Eintracht. Kennst du dich mit Fußball ein bisschen aus? Nicht wirklich. Okay, macht nichts. Aber kann ich jemanden grüßen? Nee. Oh, okay, gerade. Doch, natürlich. Ach so. Ja, okay, ich grüße an Malte Albrecht. Malte Puh. Albrecht, Grüße gehen raus. Was ist denn das jetzt hier? Ach nein. Ey, setz dich mal richtig hin, da auf mich drauf. Das ist übrigens Autogrammstunde 2.0 bei mir. Echt? Ja. Du setzt dich einfach nur noch hin und die Leute kommen und machen Fotos. Du lässt dich du einfach siehst so, durch. So fucking gut aus, ich kotze. Warum? Warum? Es nervt mich so sehr. Warum habe ich so ein Ding nicht? Warum hast du mir in 2XL? In 2XL? 2XL. Hast du nicht, oder was? Hast du eine Kindergröße? Ich kann eins machen, sogar mit deinem Namen. Das dritte Mal, dass du mir auf die kaputte Schulter geschlagen hast. Oh, sorry. Ja, mach dir nichts. Ich esse jetzt Bratwurst mit Senf. Hier. Das ist Käse! Was denn jetzt? Irgendwie, warte mal, und jetzt? Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich total freue, dass es jetzt Bratwurst mit Senf gibt bei mir. Okay, ich habe Mittag, ich habe Mittag. Weißt du, aber warum spielst du auf diese Bratwurst so an? Was willst du mir damit sagen? Hä? Hey, pass mal auf, du kleiner Fitnerkönig. Ich sag nein, dir mal nein, eins. Nein, nein, nein. Ich habe mir eine ganz normale doppelte Bratwurst mit Senf bestellt. Okay. Wo ist da jetzt wieder, wo ist jetzt da Rassismus? Wo ist da jetzt wieder die rechte Ecke bei dir? Erklär's mir. Kein Problem, ja. Also, ich würde gerne auch von der Bratwurst essen. Darfst du das? Nee. Nein, ich frag nur, nicht, dass es dann Donner und Blitz gibt. Nein, das ist crazy. Und du setzt dich einfach hier und die Leute kommen, machen Fotos und machst dein Ding. Ja, anscheinend kommen sie jetzt nicht mehr, weil du da bist. Ach so, sorry. Tut mir leid, Jungs. Ja, ist egal. Rohat, Applaus für Rohat mal ganz kurz. Applaus für Rohat, alle mal jetzt. Guck mal, hier ist dein Applaus, dein Applaus. Dein Applaus, genieß. Aber warum? Einfach so. Ja. Naja, Schradin, ja, willst du was trinken? Ich mach Clowns-Programm. Guck mal, warte ganz kurz, Rohat. Ja. Ich bin ein alter Mann, es ist heiß. Ja. Wir haben 30 Grad. Ja. Du reichst mir wie einem Bettler das Wasser. Ich will mit meiner letzten Kraft nach diesem Wasser greifen, nach dem letzten Wasser. Und du ziehst weg. 10.000, 20.000 Zuschauer sehen das, wie du als junger Mann einen alten Menschen das Wasser entziehst. Und ich habe einen ganz trockenen Mund. Ich durste. Ich durste bei 30 Grad bei der Gamescom. Ich möchte gerne auch ein bisschen Wasser haben. Lass mir einen Schluck übrig. Das Wasser, das Quell der Freude, die Feuchtigkeit in deinem Rachen. Hau rein, ja? Pfand? Schwein. Du dreckiges Schwein. Dich suche ich schon die ganze Zeit. Hi. Wow, du machst mir ein bisschen Angst. Das brauchst du gar nicht. Nee, aber endlich mal einer, der älter ist als ich hier auf der Gamescom. Ja, genau deswegen. Ich wollte sagen, guckt euch mich an hier. Geil. Ich bin Schradin, den Älter. Ja. So müsst ihr ihn euch vorstellen. Woher kennst du mich? Ich folge dir schon die ganze Zeit. Wirklich? Bei Twitch, ohne Scheiß. Geil. Aber die Ähnlichkeit ist verblüffend, oder? Nee. Nee, sag dann nein. Nee, Björn, sorry, ich muss auch ein bisschen Eigenschutz. Ja, bist du ehrlich? Ich muss ein bisschen Eigenschutz machen. Ja, bist du ehrlich? Aber stellt euch den immer mal älter vor. Ja, ich bin nämlich noch jung. Wer kifft hier? Irgendeiner kifft hier. Wer raucht? Irgendwie. Sorry, du kiffst. Nein, du bist mein Freund. Wer stärker ist als ich, ist immer mein Freund. Ich brauche mal zwei Starke, die mir Rohat bringen. Bringt mir Rohat. Du bist ja immer noch da. Das ist so geil, Björn. Das Auto, zieh mal Hose ein bisschen hoch so. Gut.
20.000 Leute zuschauen hier. Björn, du bist ein Typ, lass dich nicht verbiegen. Genau, genau das wollte ich hören. Das ist es. So, Foto. Gut. Ganz kurz, ich habe vor 45 Minuten unser Kompetenzteam zu einer Bratwurst, zu einem Bratwurststand geschickt, der legit 5 Meter von uns entfernt ist, und eine kalte Cola. Das ist 45 Minuten her. Ich brauche jetzt auch mal was langsam. Wie teuer war die Bratwurst, sei ehrlich? Naja, was kostet die Welt? Wer bei mir angestellt ist, guckt nicht mehr auf den Preis. Wer bei mir angestellt ist, guckt nicht mehr auf den Preis. Schall und Rauch. Für 8 Euro lassen wir uns die Bratwurst schmecken. Willst du die Bratwurst essen? Wie? Willst du die Bratwurst im Mund nehmen, wenn ich Foto mache? Will ich die Bratwurst... Du kommst zu mir vorgebeugt und fragst mich, ob ich die Bratwurst im Mund nehmen will. Ja. Ist schwierig. Ist Roat, komm her, du Schwein. Roat, du hast mir das Wasser entzogen. Und du beißt jetzt in diese Wurst. Ist eine Rindswurst. Ist eine reine Rindswurst. Das ist crazy. Warum ist das denn das alles crazy bei dir? Ist Rindswurst, was ist mit dir? Wie du vertraust mir nicht. Setz dich. Setz dich doch mal. Okay. Setz dich. Ich habe mal einen Pommes. Ich bin nicht so auf Fleisch gerade. Okay, ah, Vegetarier. Ja, genau. Gut. Darf ich mir auch mal Pommes geben, bitte? Ja. Einen Versuch hast du noch. Pass auf. Pass auf. Du hast jetzt noch einen Versuch, ne? Ja. Und jetzt gnade dir Gott, wenn du mich zu den Teufel. Eine Chance hast du noch. Und bitte. Krass, Roat. Du bist sehr, sehr mutig oder dumm? Nee, du bist mutig oder dumm? Wollte schon sagen, dass du keinen Respekt mehr hast, aber du hast ein bisschen Respekt, hast du. Aber du hast doch gesagt, da gibt es so zwei, die was miteinander machen. Meinst du, dein Kollege? Welcher Kollege? Willst du mich auf Edis ansprechen? Genau. Edis und seine Freundin. Wer ist denn seine Freundin? Ich habe keine Ahnung, sagst du es mir. Egal, sein Vater weiß eh schon von dir. Sein Vater? Ist es dieser Spargeltarzan, den mir... Warte. Nein. Den mir Dings geschickt hat. Vielleicht verwechselt es auch. Der Trimax hat mir so ein dünnes Foto geschickt von so einem dünnen kleinen... Der war aber 20, das kann nicht der Vater sein. Setz dich. Nein. Warte ganz kurz. Du hast doch mir das richtige Foto von ihm geschenkt, den Schrank. Diese unfassbar, dieser Hero. Nein, Trimax hat mir ein Foto geschickt und du hast mir ein Foto geschickt. Aber dein Foto war ja der richtige. Der breite, große, gut aussehende. Ich distanziere mich. Ach, du distanzierst dich von dem gut aussehenden Vater, von Edis. Ach so. Das ist krank. Von dem breiten, starken, von dem distanzierst du dich. Warum? Du hast gerade gesagt, Edis warum? Ist ein Spargeltarzan. Nein, habe ich nicht gesagt. Hat er das gesagt, Jungs? Nein. Nein. Guck mal, keiner. Alle auf meiner Seite. Scheiße, gell? Weißt du warum? Weil ich der Delfin bin, der Gamescom. Alle wollen mit mir schwimmen. Ich bin so der Delfin. Weißt du, was bist du? Ich? Fitner. Du bist der Fitnerlöwe. Du bist der Fitnerlöwe der Gamescom. Gar nichts. Richtig, Klasse, nehmen wir so mit. Hörst du auf? Ich habe dir schon mal gesagt, die Bildzeitung hat bei mir angerufen, weil du so eine Scheiße erzählst. Stimmt das wirklich mit den 44 Millionen? Revidiere das. An die Bildzeitung. Maximilian Schradny hat 44,5 Millionen auf seinem Konto und das hat er mir privat bestätigt. Alter, du bist der größte Fitner-Assi, den es gibt. So eine dreiste Lüge habe ich auf der Gamescom noch niemals. Komm mit deinem Kompetenzteam. Ja. Also, was ist so dein Daily Ding? Wenn er am Stream ist, was musst du alles machen? Rede. Wechseln. Was? Windeln wechseln. Okay. Ja, wir haben extra einen Bollerwagen jetzt dabei. Ist gar nicht hier, aber ist da hinten. Okay. Wichtig. Ja. OBS starten, das ist wichtig. Du startest sein OBS? Ja. Alter, du kannst nicht mal OBS starten. Wie lange streamst du schon? Ich habe dafür keine Zeit. Ich bin Künstler. Ich muss mich auf das Wesentliche konzentrieren. Wie lange streamst du schon? 2 Jahre, 3 Jahre. Alter. 2,5. Alter, du bist krank. Ich drücke auf den Knopf Discord und dann geht... Pass auf. Discord mute. Ich drücke auf den Knopf und dann geht OBS an. Wenn er Among Us mitspielt, musst du in seinen PC reingehen vor jeder Runde und den muten und entmuten. Alter! Und den Code, wenn ihr den Code da reinsteckt, das macht ja nicht er, wo er dann reinpastet. Alter! Was macht das mit dir? Oh, die tun mir voll leid, Mann. Soll ich dir mal sagen? Ja. Ist mir scheißegal. Was hast du gerade gesagt? Ein Foto bitte, ein Foto. Wer bin ich? Knossi. Ja. Max Schrader. Knossi. Wenn du einen Müll brauchst, wo hat hier? Einmal Knossi, gell? Wie findest du mich? Super. Was findest du an mir am besten? Boah, weiß ich gar nicht. Wie fandst du meine in der Jury von Let's Dance? Keine Ahnung. Hey, aber du kennst mich doch. Ja, doch. Ja. Ich hab gerade von mir Pommes gekriegt. Also. Ja, geil. Ich bin der. Sag mal in die Kamera. Ich bin der. Knossi.
Nicht? Doch, wenn sonst. Ja, was denn? Ja, wer denn sonst? Ja, na hör mal. Ja, hör mal. Na, was ist denn los? Muss man doch sehen. Ja, sicher. Ja, ja, klar. Super, ich bin da. Ich danke dir. Ich danke dir. Alles Liebe. Okay, das war krass gerade. Das war echt heftig. Das war krass. Alter, der hat gedacht, ich bin Knossi. Alter, Loki, das war auch hart für Knossi. Nee, für einen Knossi ist das geil. Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Sag nichts gegen Knossi, ich schwör's dir. Die Leitungen sind kurz. Knossi ist ein sehr guter Mann. Wer möchte ein Foto mit Rohat? Keiner. Wer möchte ein Foto mit Schreiben? Wer möchte ein Foto mit mir? Jeder. Also, so in den Top Ten. Guck mal, ich hatte gestern, hatte ich ja, Edis kennst du ja auch. Ja, natürlich, bester Freund, Edis. Und, Grüße gehen raus mit der. So, und ich hatte mit Edis zum Beispiel eine Unterhaltung, da hat er zu mir gesagt, ey Miki, du wolltest, dass ich Elden Ring im Stream durchspiele. Ja. Und da habe ich zu Edis gesagt, hey, wenn ich mit Edis zusammen ins Training gehe, ja, Kampfsport, ja, dann sagt er ja auch nicht, nach 30 Minuten Training ist vorbei. Richtig. Sondern ich muss das durchziehen. Richtig. Und genau das Gleiche ist es bei dir, ja, und Edis. Ja. Ihr müsst mal sowas durchspielen wie Elden Ring. Aber ich habe gelesen, bei Elden Ring, das ist sehr kompliziert, sehr ja, schwierig. Ja, aber du kannst daran brechen. Aber dann bist du, genau, aber dann bist du Gamer approved. Wir machen jetzt einen Deal. Okay. Ich gehe ins Trainingslager zu Trimax oder Rumatra. Rumatra hat gesagt, er kann mir alle Spiele beibringen. Wie schätzt du Rumatra ein als Trainer? Rumatra, super Trainer. Okay. Trimax weg. Ja, Trimax ist Arsch. Trimax ist Arsch? Trimax ist Arsch. Das könnt ihr doch nicht sagen. Doch, doch. Das weiß er auch. Ja, ja. Aber Trimax hat mich komplett platt gemacht in allen Spielen. Ja, was bin ich denn dann? Ja, du bist richtig Arsch. Du bist also in Spielen. Arsch. Aber das ist ja nicht schlimm, du kannst ja besser werden. Aber ich könnte doch nicht sagen, dass ich richtig Arsch bin. Ja, aber das ist ja so. Ich bin kein guter Gamer. Nee. Hä? Nee. Aber du kannst besser werden. Wenn du Elden Ring durchspielst, dann hast du ein. Ey, ich habe immer gedacht, ich bin ein geiler Gamer. Bist du besser als er? Natürlich. Zweimal proof. Er ist auch, guck mal. Er ist der Gaming-Vater. Nee, Challenge. Von Challenge. Von Challenge. Überleg mal, guck mal, ich erklär dir jetzt was. Okay, erklär mir mal die Welt. Was vor zwei Tagen passiert ist. Also, erzähl es mal genau. Miki kommt zu uns, zu mir, Eli, Mert und sagt, ey, ich habe von Epic Games 10.000 Euro bekommen. Ja. Lass uns eine Challenge zusammen machen. Ich mache so eine Challenge und ja, dann, wer die als erstes absolviert, kriegt dann 7.000 Euro. Der zweite kriegt 2.000, okay, der dritte 1.000. Ja. Ja. Dann gucken wir uns die Challenge an dem Tag. Der hat nur Spiele genommen, die er kann. Nein. Und wo er gut ist. Hat uns komplett abgezogen in jedem Spiel. Hat Haus hochgeführt. Und dann hat er gewonnen, 7.000 Euro, hat uns komplett verarscht. Aber das kannst du dir doch nicht leisten. Doch, doch. Aber dann kommt doch sofort Alarm aus allen Communities, oder? Der hat richtig Kinder verarscht. Also wirklich. Krass. Also 10 unterschiedliche Games, aber in aber alle konnte er. Meisten war ich gut. Aber ja, alle konnte er. Ha? Alle konnte er. Ich konnte alle, ja. Danke. Gerne. Max, hast du das Squid Game geguckt? Nee. Jetzt trotzdem deine Einladungskarte. Reicht das kurz weiter an meine Kompetenz hier mit dem weißen Kappen? Ich habe heute Geburtstag und es wäre mir eine Ehre. Wollen Sie Yara grüßen? Ja, wirklich? Ja, klar. Ja, klar. Da wollte er mich schwappen, gell, aber nicht mit mir. Was okay, los? So! Was? Ach, Zabek Schradi meine ich. Sorry. Boah, krass. Zabek ist auch so alt. Ja, ja, nein, ja, aber ich sehe doch nicht aus wie Zabek. Gut. Schradi, bitte. Feuer ab. Oh, Dankeschön. Gerne. Danke. Jetzt gehen wir mal hier rein. Lauter Spiele. Und ich habe natürlich Ahnung, ne? Wir haben es ja gerade gehört von Miki. Er hat gesagt, ich bin bodenlos schlecht. Krass. Guck mal, wie geil, was ist das denn? Film mal hier, Chat. Wisst ihr, was das ist? Dark and Darker. Was ist das? Dark und Darker? Echt, auf der Gamescom gibt es Games, wusste ich gar nicht. Ja, wir sind jetzt hier in der Gaming-Halle. Es gibt auch Hallen, da gibt es Elektronik, Bühnenauftritte. Die haben mit Games gar nichts zu tun. So Hallen gibt's auch. Deshalb habe ich es gesagt, Klugscheißer. Sowas wie Tetris. Ah, sowas wie Tetris. Sehr gut. Tetris kenne ich. Disney. Geil. Wisst ihr, was ich auch geil finde, Chat? Ohne Scheiß. Diese ganzen Stände, die gemacht werden für eine Gamescom, die werden einmal gebaut und danach kommen die weg. Also die werden nicht nächstes Jahr nochmal irgendwie verwendet. Ich weiß nicht, wie es jetzt konkret hier bei Disney ist. Aber wie aufwendig solche Bühnendekos, da habe ich einen Blick für. Weißt du, ihr jungen Leute, ihr habt da keine Blicke für. Aber ich habe da einen Blick für. Super. Nein, ich habe dich doch nicht gesehen. Hallo, wie geht's dir, na? Du Superstar. Was, ja, gar nicht? Ach doch, guck mal hier, wie viele hier stehen. Nee, gar nicht. Was ist so dein Plan? Ist das dein Opa? Ja, das ist Opi. Ja, das ist Opi. Das ist ja gerade so ein bisschen, der Witz, ne? Ah, echt? Ich bin aber 36.
so alt schon. Du siehst viel jünger aus. Richtig. Na, guck mal, jetzt so macht man's. Ja, ja, klar. Vorhin hat jemand zu mir gesagt, ich sehe aus wie 34. Ich bin ja nicht mal 34, das war schon frech. Ich finde, dass du aussiehst wie 19. Oh, sie sind ja erst du bist ein Jungbrunnen. Du bist ein Jungbrunnen. Du auch. Aber hast du die Haare gefärbt? Die sind heller. Ja, schön, dass du mich darauf ansprichst. Ich hatte eine Wind-Challenge mit Eli und Roat und macht nichts. Und ich habe so ziemlich bei jedem Spiel auf die Fresse bekommen. Und das war Bestrafung? Das war eine Bestrafung, aber das unter steht anderem. Dir. Wirklich? Oder? Das steht ihm. Also ich finde, Chat, sag mal ganz kurz, steht es mir? Ich weiß ja nicht, wie es am Anfang aussah, ob es sich schon ein bisschen verwaschen hat, aber ich finde es gar nicht verkehrt. Mein Lieber, wir sehen bald, uns, wir gell? Sehen uns. Tschüss, unbedingt. Tschüss. Weiter geht's. So, Halle 6, Grüße. Hast du ein Habicht? Gerade nicht da. Schade. Ja, krass. Chat, krass, ey. Ohne Scheiß, was war das denn jetzt schon wieder? Hilfe, hast du einen Habicht? Also Chat, ihr merkt, wir haben es heute versucht, ohne Security, aber das ist halt jetzt leider, wir gehen. So, hier ist auch ein schöner Stand, und zwar der Landwirtschaftssimulator. Ich habe einmal Landwirtschaft gespielt, ich habe es einmal gespielt und das ist real. Also ohne Scheiß, ihr kennt das ja wahrscheinlich besser als ich, aber das ist geil. Sowas gefällt mir, so Real-Life-Dinger, weißt du, was ich meine? Simulator, aber wie echt, auch von der Grafik und so. Richtig geil. Nächstes Jahr eigene Bühne, ja, ja. Wer mir bei YouTube noch nicht folgt, rein. Und Twitch, auch mal kurz ein Follow da lassen, auch mal bei Twitch. Es war mir eine Ehre, mit euch 2-3 Stunden hier live zu sein. Alles Gute euch, wir sehen uns spätestens morgen.